bitte bei jedem neu auftauchenden Grund den Betriebsrat jedes Mal neu informieren. Ja? Der 102 im Betriebsverfassungsgesetz ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Ja? Und wir wollen uns den Streit einfach ersparen. Waren das wirklich neue Gründe oder war es zur Stützung der alten Gründe? Ja? Weil das könnte man mal sagen, der ist zu spät gekommen, deswegen habe ich gekündigt. Und jetzt kommt noch ein Tag, wo er auch zu spät gekommen ist, das wusste ich nicht. Ja? Vorsichtshalber trotzdem mit dem Betriebsrat informieren. Wenn Sie den Betriebsrat an der Stelle nicht informieren, können Sie nachher sagen, das war kein neuer Grund. Ja? Also da muss man dann drüber streiten. Deswegen gehen Sie dem Streit aus dem Weg, indem Sie den Betriebsrat über alles, was noch an die Oberfläche kommt, neu informieren. Das ist der rechtssichere Weg. Und wenn jetzt noch was ganz anderes auftaucht, der ist nicht nur zu spät gekommen, ja, der hat auch da den Schutzhelmpenetrant nicht getragen, den er tragen musste oder sowas, dann ist es ein wirklich neuer Grund. Und bitte den Betriebsrat neu informieren. Ja, dann können Sie das im Kündigungsschutzprozess verwenden, aber nur das Tor zum Gericht ist für den Grund. Das Tor zum Gericht für den Grund heißt Betriebsrat. Bitte unbedingt beachten. Wir kriegen da gleich noch einen praktischen Fall. Da wird uns das nochmal ganz, ganz deutlich werden. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.